Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind hier in einer verlassenen Russenvilla und ich kann euch sagen, die Location ist nicht nur heiß, sondern auch extrem spannend, weil man hier eine Menge sehen kann und entdecken kann. Also los geht's, viel Spaß. So, ihr seht hier mal so ein bisschen den Außenbereich. Der ist verdammt groß, total edel gemacht. Hier lässt sich es wohnen. Wir sind hier auch in einem Viertel, was doch sehr hochpreisig ist. Und heftig, ey. Guckt euch mal diesen Garten an, der ist richtig zugewuchert. Und da oben wird es wohl eine Außenterrasse geben. Also einen Außenbalkon, um genau zu sein. Und krass, echt krass. Kann man sich auf jeden Fall reinziehen. Ihr seht hier Kameras. Spooky. So, und das ist hier der Innenpool. Das ist schon geil. Ja. Und ihr seht da vorne eine Tür offen. Das war auch der Punkt, wo wir reingekommen sind. Wir haben hier nichts mutwillig geöffnet, um in dieses Objekt reinzukommen. Weil sowas machen wir nicht. Weil sowas gehört sich einfach nicht. Wenn ein Objekt zu ist, dann ist und bleibt dieses Objekt definitiv zu. So, und hier ist der Eingang. Und da werden wir jetzt zusammen reingehen. Also los geht's. So, und wie ihr sehen könnt, brennt hier immer das Licht. Das ist schon echt krass. Und auch echt verrückt. Hier sind Parfums, BD, normales Klo. Wir machen einfach mal die Probe auf Exempel. Naja, leider geil, sieht anders aus. Ja. Das. Ich bin im Bild, ne? Das. Was denn jetzt? Das ist wahrscheinlich ein Dampfbad und hier vorne ist noch eine Dusche. Und dann lassen wir den Dennis auch in Ruhe. Seine Videos machen. Ein Foto machen. Ja. Einbauschränke mit CD-Player. Cool. Leute, zieht euch das mal rein. Es läuft gerade hier Musik. Hört ihr das? Ist das cool? Alter, Urlaub. Ja, also mir gefällt der Sender sogar. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, was das ist. Cool, definitiv. Ja. Ja, ich habe das hier gerade angemacht. Über dieses Board. Ah, okay. Läuft, ja. Das sieht aus wie ein, sag mal, sieht aus wie ein Auto. Radio, genau. Eigentlich, ne? Ein Autoradio. Musik. Ja. Ihr seht hier ein Schlafzimmer. Wir sind da nur ganz kurz drin. Wir machen gleich auch das Licht aus, weil das vielleicht keine gute Idee ist, wenn hier Licht an ist. Und wir in diesem riesen Schlafzimmer sind. Leute, guckt euch das mal an. Ist das beeindruckend? Das ist wirklich die beste Location, die ich je in meinem Leben betreten durfte und filmen durfte. Schon krass. Heftig. Das ist hier der Innenbereich. Das ist das Badezimmer, Leute. Zieht euch das mal an. Hier ist das Badezimmer mit dem Klo und BD. Mit Fernseher, Leute. Ja. Beim Scheißen hat man da noch ein Telefon dabei gehabt. Krass. Richtig krass. So, dann machen wir mal die Tour ein bisschen weiter. Es gibt vieles zu sehen, viel zu entdecken. Aber ich bin geflasht. Leute, ich bin wirklich geflasht, sowas zu sehen. Wahnsinn. So, und hier ist wohl Teil Rohbau. Sieht aber komisch aus. Ja. Hier hat man wohl irgendwie gewohnt, gelebt, keine Ahnung was. Dann viele Autozeitungen, Prospekte. Mein Gott.
Naja. Das geht. Soll wohl irgendwie eine Fertigstellung gewesen sein. Ich weiß es nicht so genau. Ja, Garage ist Licht an. Irgendwo macht gerade eine Rollleine hoch. Das ist der Stromkasten. Krass. So, meine Damen und Herren, das war's aus dieser Location, aus dieser Russenvilla. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt gesehen, es gab eine Menge zu entdecken. Es ging über das Licht, sogar die Musik lief. Ja, hat schon echt Spaß gemacht. So, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Lost Place. Und daraufhin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao und tschüss.